Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir sind in der letzten Folge durch den Nebel geschritten, wenn man so möchte. Tja, und sind jetzt in Vergen oder in der Nähe. Ach, wir müssen hier lang, ne? Dann wollen wir mal. Denn hier haben wir ein bisschen was zu tun. Wir brauchen den Spieß. Oh, wunderbar. Tötet ihn! Adorn! Scheiß nochmal, halt! Das ist ein Irrtum! Naja, nicht so ganz. Verwechslung? Interessant. Vielleicht habt ihr es nicht mitgekriegt, aber es ist Krieg. Und da tötet man seine Feinde, nicht wahr? Der Hexer ist ein Abgesandter. Wir sind auf dem Weg zu Saskia. Sieht aber gar nicht wie ein Abgesandter aus. Ich weiß nicht, ob ihr den Nebel da genauer kennt, aber er ist recht untypisch und wir mussten mitten durch. Schon gut, schon gut. Nach Vergen könnt ihr nicht rein. Aber übergebt doch eure Botschaft dem Kommandanten der Wache. Ihr findet ihn vor dem Stadttor. Typisch Elf. Los, Geralt! Wenn das nicht mal... Könnte das Jorvet dann schon sein? Na, mal schauen. Bin gespannt. Bin gespannt. Welcher Augenblick sich mir da bieten wird. Okay, scheine ich auf jeden Fall schon mal richtig zu sein. Auch schon mal gut. Es wird wieder geladen. Weil das muss so sein. So, okay. Na dann. Ja, das weiß ich auch nicht. Man muss sich bestimmt entscheiden, ob man sich auf Hänsels Seite oder ihre... Ach, ich weiß es doch nicht genau. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Zwick mich mal, Burden. Ich muss eingenickt sein. Ich sehe schon Geralt von Riva und Sultan Shivai. Ist das ein Traum oder ein Geist vom Schlachtfeld? Sollen wir das nicht mal mit der Streitaxt testen? Wer sollte denn die Visage des Hexers nachbilden können? Oder den Bierdunst aus Sultans Bad, hä? Der Zauberer müsste erst noch geboren werden. Herpen Zigrin, du Skandal von einem Anblick. Was freue ich mich, dich zu sehen. Dieser Grünschnabel hier ist Scarlan Burden. Geralt, hast du einen Spaten verschluckt? Willst du deinen Kumpel nicht umarmen? Meinen Gruß. Triss hat mir viel von dir erzählt. Die kleine Marigold? Ha, was macht die denn so? Skarlan, der Hexer hier ist die personifizierte Ritterlichkeit. Da kann jeder Seldkirk der Welt einpacken. Und weißt du auch wieso? Nein, aber ich werde es wohl gleich erfahren. In der Tat. Ich ein Ritter? Sultan ist dann wohl eine Ballerina. Na dann hört selbst. Wir waren als Eskorte für die Kedwinische Armee in den Wäldern Sherawetz unterwegs. Ja, es stimmt. Ich stand mal in Hänsels Diensten. Unwichtig. Der Hexer reiste zu dieser Zeit mit Triss und Ciri nach Süden. Das Mädchen war der leibhaftige Teufel und die Zauberin war schrecklich krank. Ständig musste sie in die Büsche. Sowas habe ich noch nie gesehen. Dabei habe ich mehr als einmal Kummer beim Scheißen gehabt. Wie das eine Mal nach dem vergammelten Hamster. Du wolltest doch von Rittern erzählen. Bin gerade dabei, Jungchen. Nur die Ruhe. Also, unser Hexer hier trug die Frau in die Büsche rüber. Er kurierte sie, er wusch sie. So gehört sich das auch. Ein Kerl hat sich um sein Weib zu kümmern. Ist das die fantastische Ritterlichkeit? Ha, Triss war doch gar nicht sein Weib. Weder Ehefrau noch Geliebte. Sie war eine kranke Frau, die Hilfe brauchte. Und er, unterwegs in geheimer Mission, hätte sie in der Stadt zurücklassen können. Was er aber nicht tat, so kümmert er sich eben. Bist ja jung, Skarlan. Weißt noch nicht, dass das Ritterdasein mehr ist, als anderen beim Turnier aufs Blech zu dreschen. Ach, dein Schwachsinn, Zigrin. Hab das vermisst. Faszinierend. Die Geschichte ist mir neu. Aber sag mal, wie geht's der kleinen Marigold denn so? Schlecht. Der Königsmörder hat sie. Hey, verdammt. Verfluchte Scheiße. Dann seid ihr auch nicht zufällig hier. So. Ich muss unbedingt zu Saskia. Weshalb? Ich brauche ein paar magische Spielsachen, um den Geisternebel loszuwerden. Was hat Saskia damit zu tun? Eins der Spielzeuge ist Saskias Schwert. Was soll ich jetzt machen? Jorvet und Saskia haben verboten, Fremde reinzulassen. Aber meine Leute wollen rein. Ich bin überfordert. Man könnte das Verbot umgehen. Umgehen kann man vielleicht einen Kuhfladen. Und wenn ich mich euch anschließe, Japen, nimmst du mich in die Zwergenlegion auf?
Wie bitte, Shivai? Machst du Witze? Du kannst hier als Oberbefehlshaber einsteigen. Schon ist das Problem gelöst. Skalen, du bist Zeuge. Sultan ist kein Fremder mehr. Aha. Gut. So schnell geht's. Ich stelle dich Saskia vor, dann kannst du ihr die Sache mit dem Schwert hinterbringen. Oder was auch immer. Über das Schwert zerbricht dir nicht den Kopf, Geralt. Ich zieh alle Register der Zwergenrhetorik. Ich lull sie ein mit Hintersinn und Empfindsamkeit. Du kriegst dein Schwert. Und wenn's mich die Gesichtsmatte kostet. Das wär geklärt. Siehst du, Skalen? Hier bahnte sich eine Tragödie an. Die nun als Komödie weitergeht. Diese Jugend heute. Kein Herz, keine Hoffnung. Sultan und ich, wir waren bei Brenner dabei. Für uns ist nichts unmöglich. Triss könnte hier in der Nähe sein. Ich habe sie schon seit 5 Jahren nicht mehr gesehen, als man dich für tot erklärte. Jedenfalls sah ich sie zuletzt in Riva. Ich weiß mittlerweile, dass der Königsmörder sie gezwungen hat, ihn und sich irgendwo hierher zu teleportieren. Sie ist nicht mehr auf der anderen Seite des Nebels. Wie sieht denn der Königsmörder aus? Großer, kahler Hexer, trägt ein Schlangenmedaillon. Das sagt mir leider gar nichts, Geralt. Mir fällt da was ein. In Wergen behauptet irgendein Säufer, dass er in den Schluchten ein rothaariges Weib vom Himmel hat fallen sehen. Philippa Eilhard hat tatsächlich nach der Frau suchen lassen. Alte Metze. Sie schickte ihre Gehilfin mit ein paar Bauern in die Schluchten, aber die wurden nicht fündig. Dafür ist jetzt ihre Gehilfin verschwunden. Philippa schäumt. Sie hat sogar einen der Bauern in ein Schwein verwandelt. Die Bauern behaupten, dass diese Gehilfin eine nilfgaardische Agentin war und wirklich irgendwas in den Schluchten gefunden hat. Vielleicht Triss oder diesen Hexer. Die Herrin Eilhard oder die alte Metze, wie Japen sie zu nennen pflegt, kann nicht wegstecken, für wie dumm sie sich hat verkaufen lassen. Ist sie nach Süden gegangen? Nach Edern? Ins Landesinnere? Verflucht! Sie ist vor einer Stunde zum Haupttor raus und auf den Nebel zu. Ich glaubte, sie wolle irgendwelche magischen Messungen durchführen. Sie kannte sich ja aus mit Magie. Gut möglich, dass sie es auf die andere Seite geschafft hat. Wenn ich zurück bin, schaue ich mal bei Schillert vorbei. Interessant. Was ist mit Jorvet? Gibt es eine Möglichkeit, sich mit ihm zu treffen? Naja, er trottet neben Saskia her wie ein Hündchen und lässt sie nicht aus den Augen. Immerhin, so hat sie einen guten Leibwächter. Was willst du denn von ihm? Ihr seid ja nicht gerade Freunde. Nein. Aber als ich ihn in Flotsam traf, hatte er etwas bei sich, das ich brauche, um den Fluch aufzuheben. Vielleicht kann Saskia ihn ja überreden. Freiwillig rückt er bestimmt nichts raus. Ich muss es versuchen. Wisst ihr, wo ich das graue Fähnlein finden kann? Im Jenseits. Sind alle bei der Schlacht vor 4 Jahren umgekommen. Ich meinte die Standarte der Einheit, als Symbol für den Tod. Ach so, na dann. Die haben wir mit den Resten der Kettwener verbuddelt. Wo denn? Hinter Wergen. Ich markiere dir die Stelle auf der Karte, dann findest du sie. Der Weg ist ein bisschen tückisch. In den Krypten geschieht übrigens Seltsames. Dass die Geister der Kettwener uns heimsuchen, na schön. Sie bleiben neben die Angreifer, aber einer der Geister ist offenbar ein Freizeithistoriker. Der fragt jeden über die Schlacht und das graue Fähnlein aus. Ich sehe mich da mal um. Danke. Schön, mit euch zu schwatzen, aber es ist Zeit zu handeln. Ach, was ein Leben. Macht's Tor auf. Ich gehe das Schwert holen. Moment! Wenn du es schaffst, dieses verzauberte Schwert an dich zu bringen, dann geh damit nicht durchs Haupttor, wenn die Eichhörnchen dich zu Gesicht kriegen. Was schlägst du vor? Es gibt da einen Durchgang. Dem Hexer markiere ich ihn auf der Karte. Dir zeige ich ihn gleich selbst, ja? Gut. Ich suche derweil nach der Standarte. Sehr ritterlich. Na dann los. Na dann, viel Glück, Sultan. Viel Glück. Beschaffe Jahons Spitze, Wandergriffsschwert und die Standarte des grauen Fähnleins. Alles klar. Das wird ja ein Spaß. Hast wohl mit einem Bären geknutscht. So ungefähr. Okay, warte mal, wie, kurz auf der Map gucken, wie komme ich denn jetzt dahin? Was ist das hier? Der Blutfluch? Okay, ist ja interessant. Warte mal.
Und den hier? Nein. Hä? Ach, komm schon. Er zeigt mir zwei Dinger an. Ich hasse das. Okay, warte mal. Ich gucke jetzt in die Richtung. Das heißt, dass... Hier müsste noch irgendwas sein. Ist aber nicht. Leider sehe ich so auch nicht wirklich, wo ich bin. Das ist ein bisschen blöd. Ja gut, dann Stell dir vor. Bist du. Oh, noch ein Zugereister. Woher kommst du? Warte, sag's nicht. Lass mich raten. Aus Temerien. Es lag mir auf der Zunge. Natürlich. Was führt dich nach Wergen? Moment, lass mich raten. Geschäfte. Wusste ich's doch. Und du bist ein... Hexer. Oh, Hexer haben wir selten zu Gast. Was macht man als Hexer eigentlich? Probleme lösen. Och, ich habe gerade ein Problem mit meinem Freund. Liegen seine Gedärme auf dem Hof verstreut, der Kopf ein paar Schritt weiter? Das wären Probleme, um die ich mich kümmere. So. Du hast keine Probleme, glaub mir. Eine Frau als Heerführer? Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich kann es nur testen. Mal gucken. What the fuck, jetzt bin ich hier? Aha. Okay, alles klar. Interessant. Okay, hier bin ich. Das heißt, ich gehe jetzt wahrscheinlich hier so rum. Okay, also hier bin ich gar nicht mal so falsch. Hoffe ich zumindest. Oder doch? Oder doch? Oder vielleicht ja doch. Keine Ahnung. Komm hier rein. Geht man hier in ein Haus oder eine Höhle? Ja, es sieht schon nach einem Haus aus. Okay, dann bin ich hier doch falsch. Alles klar. Dann muss ich wohl versuchen, einen anderen Weg einzuschlagen. Um zu bekommen, was ich bin. Warum ruckelt denn der Scheiß jetzt? Flipsch aus. Komm ich hier vielleicht irgendwo noch hin, wo ich... Aber ich muss irgendwie auf den Weg da runterkommen. Komm ich von hier da runter? Ja, ich glaube, vielleicht. Hier? Oh, komm schon. Mann, lass mich hier durch. Okay. Es gibt hier auch noch einen Weg, den brauche ich aber nicht. Ich brauche den Weg erstmal. Ich denke mal, den muss ich dann für das andere Ziel finden. Nehmen, natürlich. Nicht finden. Ich weiß ja, wo ist der Weg. Ich bin ja mal gespannt. Ich werde erstmal ganz kurz hier einen Schnellspeichervorgang absolvieren. Was haben wir hier? Blümchen. Aha, aha, aha. Very interesting. Very interesting. So. Ich hoffe, das ist jetzt auch hier unten nicht irgendwo da oben am Arsch der Welt. Flipsch aus. Tür geöffnet. Das ist schön. Okay. Ich habe irgendwie gerade so das Gefühl, ich sollte eventuell... Ja, wobei, ich gucke erstmal, was hier abgeht. Wenn das hier weiterhin so dunkel bleibt, okay, das bleibt so dunkel, das bedeutet... Geralt. Bist du aber hässlich. Ich treffe das viel nicht, das ist das Problem. So, okay, das ist down. Ich werde mal hier ein bisschen... meditieren. Hallo? Geralt? Meditier doch mal jetzt. Geralt. So geht doch. Schmeißen wir uns mal einen Trank rein. Zack. Damit wir etwas besser sehen. Ach so. Dafür.
Maske ist das? Das soll ich wahrscheinlich mit, ja, keine Ahnung, mit zwei auslösen? Ich weiß es nicht. Kann sagen, keine Ahnung. Who knows? So, auf jeden Fall sehe ich jetzt so ganz gut. Da hinten ist irgendwas. Monster. Ja, genau, von da hinten. Schon klar. Tja, jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich da am besten hinkomme. Ich habe keine Ahnung. Boah, guck mal. Man sieht ja sogar alles in ihnen drin. Das ist ja ein Ding. Nehme ich aber falsch. So, sterb einfach alle. Ein Kackviecher. So, komm her. Zack. Down. Tot. Okay. Ein bisschen beeilen sollte ich mich, glaube ich, schon. Naja, wobei, gut, ich habe noch ein paar Katze dabei. Das ist nicht so schlimm. So, wie komme ich jetzt hier lang? Ah, das ist nicht so schlimm. Vielleicht. So, weil die ja immer schön ausweichen, hier weiche ich da mal aus. Verdammt, ist da oben. Okay, das heißt, ich muss wahrscheinlich da lang einmal rum oder so. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Hier. Nimm dies. Komm, lass. Lass mich schon mal die Tür öffnen. Okay. Jetzt, das einzige Problem ist hier den richtigen Weg, glaube ich, zu finden. Und wenn ich den aber gefunden habe, dann ist alles gut. Da sind noch ein paar Viecher, die mir wahrscheinlich jetzt folgen werden. Das ist auch kein Problem. Okay. Na, warte mal. So. Kämpfen muss ich ja nicht unbedingt, deswegen lassen wir die jetzt mal links liegen, die Burschen. Das ist alles ziemlich verwirrend hier, ohne Spaß, ey. Ich hoffe, ich komme hier auch gleich auf den richtigen Weg. Aha. Ein Leichenfresser bist du? Das ist ja herzallerliebst. Oh nein, ich wurde vergiftet. Ach verdammt, die explodieren. Das ist uncool. So, komm schon. Mach auf. Wie denn? Ja. Irgendwie über mir. Oh ja, Tatsache. Ach nee, wer bist denn du? Na, Schnuckelputz? What the fuck, okay. Hauen wir den einfach mal so kaputt, kein Problem. Mit unserem Biakugan können wir das. Das sieht echt aus ein bisschen so, wie als ob man die ganzen, als ob wir einen Biakugan hätten, ja. Würde ich auch sagen. Ach, guck mal. Die Saskia. Sultan, du solltest mir doch das Schwert bringen. Es ging nicht, Geralt. Das war nicht dein bester Einfall, Hexer. Zwerge sind erbärmliche Lügner, vor allem der hier. Ihr wisst Bescheid? Oh ja, du willst die Waffe, um den Fluch von Hänsel zu nehmen und die Geister der Gefallenen zu erlösen. Herrin, ich weiß, dass ihr gerade Krieg führt, aber der Fluch ist auch für Wergen eine Bedrohung. Diese magische Energie ist unbeherrschbar. Spar dir das, ich bin im Bilde. Du kriegst das Schwert. Tatsächlich? Ja, es freut mich, dass ich dir helfen kann und ich danke dir im Namen aller Wergener. Die Seelen ihrer Nächsten werden bald Ruhe finden. Okay. Wie, ihr müsst noch nichts entscheiden? Hallo? Ja, komm. Herrin. Ich bin keine Herrin. Mein Name ist Saskia. Saskia, es wird etwas Zeit brauchen, den Fluch zu lösen. Ihr könntet euch unterdessen zurückziehen. Bauern und Skoyatel, die haben in einer Feldschlacht gegen Berufssoldaten doch keine Chance. Zieht euch ins Landesinnere zurück. Du unterschätzt sie. Willst du eine zweite Illyrena werden? Sollen sie mit deinem Namen auf den Lippen sterben? Denn sterben werden sie.
wenn du es zur Schlacht kommen lässt. Erst fallen deine Krieger, dann rückt die Soldateska in die Stadt ein, ermordet die Männer, vergewaltigt die Frauen, nimmt sich die Hübscheren mit und meuchelt die übrigen. Ich habe schon eingenommene Städte gesehen. Ich weiß, was auf dem Spiel steht. Warum hilfst du Hänselt? Und wieso riskierst du dein Leben, um diesen Fluch zu lösen? Ich verfolge damit ein persönliches Ziel. Man hat mir prophezeit, dass ich durch die Aufhebung des Fluchs mein Gedächtnis wiedererlange. Ich bin nicht Hänsels Knecht. Dann schließ dich mir an. Ich kann nicht. Ich bin auf der Gegenseite Verpflichtungen eingegangen. Meine Freunde sind noch im Lager. Ich kann sie nicht zurücklassen. Auch ich habe Verpflichtungen. Ich kann daher nicht fliehen und alle enttäuschen, die ihre Hoffnungen in mich setzen. Also geh deines Weges. Mögen deine Verpflichtungen niemals zum Kampf gegen mich führen. Ich bin kein Soldat. Du kannst beruhigt sein, Saskia. Es wird sich zeigen. Leb wohl, Hexer, und pass auf deine Freunde auf. Hänselt ist schlecht. Bis zum nächsten Mal, alter Haudegen. Pass auf, dass aus dir kein Kettwener wird. Pass du auch auf dich auf, Sultan. Alles Gute. Saskia, ich hab da eine Kleinigkeit vergessen. Geralt will Jorvet sprechen. Er will was Bestimmtes von ihm. Es geht um die Spitze des Spießes, mit dem Sabrina Glevisig getötet wurde. Jorvet trug sie bei sich, als ich ihn in Flotsam traf. Er hat sie beim Würfeln verloren. An Skalen Burden, den besten Glücksspieler von Wergen. Sprich doch mal mit dem. Jorvet lässt sich zu Glücksspielen herab. Skalen kann sehr überzeugend sein, wenn's ums Pokern geht. Du müsstest mal sehen, was da für Schätze in seinem Rucksack stecken. Alles Pokergewinne. Mal sehen, ob ich ihm ein paar davon abknöpfen kann. Adieu. Okay. Das ist interessant gewesen, dass sie uns auch einfach ihr Schwert so überlassen hat. Interessant. Das bedeutet, wir brauchen noch die Spitze des Spießes. Und das Medaillon natürlich, aber die brauchen wir erstmal, um den Fluch zu... den Fluch zu eliminieren, auszulöschen, zu umgehen, was auch immer. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann werden wir mal mit Scarlet Burden reden. Den haben wir ja schon kennengelernt, den kleinen Zwerg. Bis dahin, haut rein!